Wir betäuben sie zunächst, damit wir das Loch bohren können. Oh, das ist wirklich sehr rücksichtsvoll. Während des Eingriffs müssen Sie uns Ja oder Nein antworten auf einfache Fragen geben, damit die Gewebeentnahme an exakt der richtigen Stelle und nicht an der falschen erfolgt. Das scheint schon zu wirken. Tief einatmen. In etwa 10 Sekunden fühlen Sie sich benommen. Und jetzt werden Sie schlafen. Du bist dran! Na los, fang uns, Daddy! So geht's mir noch nicht besser. Für Gott geht's nicht, Versuch und Irrtum. Gottes Fehler sind dokumentiert. Hätte er beim ersten Mal alles richtig gemacht, hätte es nur eine Plage gegeben und keine Sintflut. Der Grund dafür waren menschliche Fehler. Glauben Sie, Ihr Arzt hat ein Apartment auf dem Olymp? Gott brachte mich nicht ohne Grund zu ihm. Ich werde doch wieder gesund, oder? Keine Ahnung. Wie? Können Sie mich hören? Die Fragen sind ganz leicht. Sie haben sie schnell überstanden. Ist diese Gleichung korrekt? Und wenn ihr einen Fehler macht, dann werde ich das hinterher nicht mehr wissen. Hm? Sind diese Linien parallel? Wahrnehmung räumlicher Beziehungen ist intakt. Sehen Sie sich diesen Kreis an. Ist mehr als die Hälfte davon grau? Natürlich. Nicht das Blinzeln vergessen. Also, ist mehr als die Hälfte des Kreises grau? Entschuldigung, ja. Sehen Sie mich an, Lee. Ist mehr als die Hälfte dieses Kreises grau? Blinzel, komm schon, Lee. Brich ab, Forman. Ich kann nicht mehr blinzeln. Warum kann ich nicht mehr blinzeln? Warum bewegen sich seine Augen nicht? Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder mein Neurologe hat gepatzt oder die Rechtsabteilung wird sich irgendwas einfallen lassen müssen, wenn sie uns verklagen. Blinzelfähigkeit und Augenbeweglichkeit steuert ein kleines Nervenbündel, das nur Millimeter neben der Biopsiestelle liegt. Aber er ist noch da, kann sich nur nicht mitteilen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre, dass der Eingriff eine so starke Hirnstammschwellung verursacht hat, dass er nicht mehr da ist. Er hatte nur eine Möglichkeit der Kommunikation und die ist jetzt auch futsch. Klasse. Die Biopsie ergab eine schwere Markscheidenschädigung. Fragt sich, wieso? Epstein-Barr, Bicornaviren, Malaria. Er ist Handwerker, hat viel Kontakt mit Leuten. Vielleicht ist es ein Rotavirus. Hat er über blutige Diarrhoe geklagt? Konnte die Frau nicht sagen, er klagt offenbar nie. Hatten Sie ihn gefragt? Da er nur blinzeln konnte, hätte eine detaillierte Anamnese Wochen gedauert. Bei Epstein-Barr hätte er Bauchschmerzen gehabt, Kopfschmerzen bei einem Bicornavirus. Noch 5 weitere Fragen und wir wüssten jetzt, welche Therapie angezeigt ist und welche tödlich wäre. Außer er ist schon tot. Vielleicht gibt's da noch eine Möglichkeit. Das Brain-Computer-Interface, abgekürzt BCI, ermöglicht es Ihnen, diesen Cursor nur durch Ihre Gedanken zu bewegen. Wenn Sie zum Beispiel raufdenken, zeichnet der Computer dieses Hirnstrommuster auf. Er lernt, Befehle in Signale umzusetzen. Also, denken Sie rauf. Sind Sie noch da? Versuchen Sie es. Das heißt, es kommen schlaflose Nächte auf mich zu und die Frage, ob ich irgendwas hätte anders machen sollen. Vielleicht ist es gar nicht Haus, der mich krank macht. Sondern diese furchtbare Angst davor, immer wieder zur Arbeit gehen zu müssen. Sorry. Hat er sich... Waren Sie das? Wirklich noch da?
Ich wusste es. Ich hatte Angst. Gott sei Dank. Ich habe Angst. Ich liebe dich über alles, Molly.